Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde vom Kebab-Simulator. Ich habe ein bisschen umgeräumt. Und zwar habe ich die ganzen Automaten hier in die rechte Ecke gestellt, hier links ein bisschen aufgerüstet, den Boden schöner gemacht und den ganzen Speiseraum nach außen verlagert, damit ich hier drin mehr Platz habe. Einfach damit das Ganze ein bisschen besser funktioniert. Habe auch schon ein bisschen was eingekauft, das heißt, wir können heute mit den Gerichten starten. Ich habe auch ein paar neue Gerichte auf der Karte, gerade weil wir Elena besiegt haben und wir jetzt ein paar mehr Gerichte freigeschalten haben. Aber ich habe schon gesehen, für den neuen Gourmet müssen wir mehr Gourmet-Punkte irgendwie sammeln und deswegen machen wir uns erstmal ran und bereiten hier die Brezeln zu. Mehl, Hefe, dreimal Salz und Butter. Zack. Ja, beginnen wir erstmal mit ein paar Brezeln, ganz entspannt. Ich mache heute ein paar mehr Gerichte. Vielleicht geht es sogar auf die 10 zu. Ich weiß es noch nicht so genau. So, wir bereiten hier erstmal alles vor, dass wir dann ordentlich auch die Kunden bedienen können. Zack, und das Ganze dann nochmal. Ich mache hier ordentlich Produkte, damit ich was auf Reserve habe. Weil umso mehr man davon verkauft, desto mehr von diesen Gourmet-Punkten bekommt man. Die steigen dann immer weiter auf. Ich habe Tomatensuppe zum Beispiel schon komplett. Das Ganze müssen wir hier aber noch machen. Einfach damit wir ein bisschen mehr Punkte sammeln können. Ja, ich habe auf die Speisekarte ordentlich was draufgepackt. Wir beginnen erstmal mit den Nachspeisen. Wir machen als nächstes erstmal den Himbeerkuchen. Den habe ich noch gar nicht gemacht. Der ist jetzt erst neu. Mehl habe ich. Hefe und drei Eier. Eins, zwei, drei. Brezeln sind fertig. Perfekt. Die kann ich gleich erstmal hier einlagern. Ich habe auch neue Kühlschränke geholt, damit hier ein bisschen mehr Platz ist für die fertigen Gerichte. Und an mit der Knetmaschine. So, Kuchenboden rausnehmen. Ich habe hier doch noch genau das. Dann machen wir den Kuchenboden. Mal sehen, wie viel rauskommt. Auf jeden Fall ordentlich. Jetzt muss ich gucken, dass ich es hier drauf kriege. Ich habe, glaube ich, irgendwo noch. Ich bin unten doch noch Platz. Hier kann ich auch ein paar draufpacken, glaube ich. Ja, so. So rum muss es sein. Das macht auch schon viel mehr Sinn, wenn da so Dreiecke rauskommen. Na, gib mir den letzten. So. Und dann nehme ich mir hier unten noch einen, weil ich das Ganze gleich nochmal mache. Mehl. Drei Eier und Hefe. Zack. Hefe rein. Und dann habe ich zwei Kuchen am Start, wo ich dann die einzelnen Stücke wahrscheinlich rausnehmen kann. Himbeeren, Butter, kneten und dann auf die Kuchenstücke verteilen. Okay, das reicht sogar für zweimal. Okay, da habe ich dann noch eine Reserve. Im Backofen backen, auf Teller übertragen, abkühlen lassen. Perfekt. Ebenfalls schön einfach. Dann werde ich mich hier mal um die Herzkekse kümmern direkt. So, und schon ist der Himbeerkuchen fertig. Den kann ich direkt hier reintun, weil der muss abkühlen.
Zack. Habe ich das schon mal fertig. Das heißt, jetzt als nächstes herzförmige Kekse. Die kennen wir ja schon. Trotzdem schaue ich hier nochmal rein. Schokolade. So, die muss ich erst auspacken. Schokolade, Zucker, Mehl, 3 Eier. 1, 2, 3. Innerhalb von einer Sekunde schon fertig. Das ist gar nicht schlecht. So, mal gucken, wie ich das Platzsparen auf einen Teil drauf kriege. Sonst muss ich drüben die einzelne Brezel auf die anderen Bleche packen. So, Schokolade, Zucker, Mehl, 3 Eier. Wenn ich das einmal gemacht habe, dann habe ich so viel zur Verfügung, dann habe ich erstmal was auf Reserve und muss mir da keine Gedanken drüber machen. Und dann kann hier schön das Gourmet-Level sich erhöhen, wenn man da die Sachen verkauft, weil ich brauche das Gourmet-Level, um die nächsten Gerichte freizuschalten für den Gourmet. Butter, Zucker, Milch und 4 Erdbeerscheiben. Das heißt, 2 Erdbeeren klein schneiden. Insgesamt dann 4. So, aber so backen ist eigentlich was Feines. Man kann ja so viele verschiedene Sachen machen. Ob das jetzt Kuchen ist, Kekse, irgendwas. So, Erdbeeren rein. Na, rein in die Schüssel. Und Herzkekse bestücken. Ja, manchmal funktioniert das nicht ganz so gut, wie ich mir das vorstelle. Ich will immer wieder die Schüssel ablegen, anstatt das voll zu machen. Komm schon. Zucker, Butter, Milch. Das kann ich erstmal wegräumen hier. Zucker, Butter und Milch und 2 Erdbeerscheiben. So, und jetzt schön in den Backofen. Kekse fertig, so will ich das haben. Jetzt kann ich die schön reinpacken, genau wie die Brezeln, und fertig. Dann kann ich die Brezeln, die Kuchen schon mal draufpacken. Da gibt es ja nicht großartig was falsch zu machen. Himbeerkuchen. Jawohl, beides 100%. Dann werde ich hier schon mal den Burger warm machen. Kekse müssen erstmal noch abkühlen. Dann kann ich da auch schon mal 3 draufpacken. Schauen wir mal das nächste Gericht an. Hühnersuppe. Kenne ich ja soweit. Gar kein Problem, die kennen wir ja zur Genüge, die Hühnersuppe. Schon 1000 Mal gemacht. Da fehlen mir aber noch Gourmet-Level, deswegen mache ich die noch. Machen hier den Hamburger hin. Auf die linke Seite. So, Hühnersuppe oft genug gemacht. Hähnchen rein, Zitrone rein und hier so eine Hühnerbrühe. Zack, zack, zack. Angemacht, fertig. Jetzt gar nicht, habe ich hier noch. Hier ist Tomatensuppe, hier ist noch Hühnersuppe. Da habe ich dann auch noch eine auf Reserve da. Einfach, dass wir heute ein bisschen Massenproduktion machen. Jetzt aufpassen, dass es 20 sind. Jawohl. So wollte ich das sehen. Direkt rein. Perfekt. Dann mache ich mich direkt ans nächste Gericht. Ganz klassischer Pommes. Ist ja nicht viel dahinter.
Pommes, also Kartoffeln klein schneiden, die Spalten in die Pommes. Dann das Ganze in die Fritteuse und Ketchup, Mayo auf den Teller. Ende der Geschichte. Pommes in den Korb, ab in die Fritteuse. Und an. Hier habe ich das Ganze schon mal vorbereitet, dass es dann zackig von der Hand geht. Ich nehme hier schon mal einen Teller. Da kann ich die drei Herzkekse drauf machen. Dann kann ich die schon mal servieren. So, Herzkekse hier unten. Ah, 99% nur. Was war denn da los? Pommes fertig. Nur 93. Was war da los? Machen wir zuallererst den Döner-Teller, weil da brauchen wir auch nochmal Pommes. Deswegen hier nochmal 4 Kartoffeln raus. Fürs Erste. Kann natürlich sein, dass ich gleich noch mehr brauche. Wenn ich schon mal so viele Produkte mache, dann wird da auch eine ganze Menge an Zutaten verbraucht, logischerweise. Also ich hätte gern mal noch ein größeres Schneidebrett, weil manchmal ist es wirklich sehr klein. So, wenn ich mich nicht täusche, war das Kleinschneiden, Fritteuse, Pommes machen, Ketchup, Mayo fertig. Machen wir eine Doppel-Ribeye-Scheibe ran und dort ordentlich einen großen Döner kriegen. Ketchup mal überall verteilen. Dann schmeiße ich die Dönermaschine und die Fritteuse an. Und dann ist das auch schon schnell erledigt. Das ist mein gutes Dönermesser. Das werde ich gleich brauchen. Die schönen Dönerscheiben abzuschneiden. Ist das nicht herrlich, wie sich der Kebabspieß dreht? Wunderbar. Kriegt man gleich selber noch mehr Bock auf Döner. So, Pommes fertig. Und dann können wir hier schön abschneiden. Zwei, drei, vier, fünf. Döner-Teller fertig. Sehr schön. Jawohl. Wissen? Hm. 3, 4, 5. Ja, wie gesagt, es wird heute ein bisschen Massenproduktion. Liegt einfach daran, dass ich ein bisschen Vorbereitung machen will. Gerade wenn ich so viele Produkte verkaufen muss. Und wenn man mehr anbietet, kommen auch mehr Leute dazu. Und dann steigt auch von den Gerichten das Döner-Level. Man verdient mehr Geld daran und die Leute kommen mehr vorbei, um das zu essen. 3, 4, 5. Schluss. Genug gedönert. Na, komm her. So, Döner-Teller. Da unten rein. Das geht ja heute gut von der Hand, Mensch. Aber nur drei. Nur drei Portionen. Ich glaube, ich hole noch mal Neues. Und mache noch mehr Portionen. Da brauche ich nur noch mehr Kartoffeln. Weil 3 scheint mir ein bisschen wenig zu sein. Da muss ich dann im nächsten Tag schon wieder was machen. Und mehr Kartoffeln. Ribeye sollte ich ja noch haben. Das kann ich dann gleich benutzen. Bevor ich das nächste kaufe.
Wie sieht's aus? Ketchup und Mayo ist auch fast alle. Ah, da muss ich ein bisschen gucken. Noch mehr Pommes. Pommes Massenproduktion heute. Für den Döner-Teller, für die normalen Pommes. Da geht schon einiges weg. Dann haben wir hier noch eine Ribeyescheibe. Ran an den Döner. Zack. Neue Teller. Wie gesagt, ich habe auch gerade von den Brezeln, von den Herzkeksen größere Portionen gemacht. Deswegen mache ich die auch mehr. Habe mir extra einen neuen großen Kühlschrank geholt. Damit das Ganze auch Platz findet. Schön das Dönerfleisch schneiden. Das kann aus. Mit dem Messer. Aber wie ein Profi mache ich das. Das muss man schon sagen. Ich habe sogar einen Ablageteller für mein Dönermesser. Oh, das sieht aber auch schön aus. Es sind nur leider keine Gewürze dran. Am normalen Döner wird immer extra noch Gewürze einmariniert, damit das auch schön Geschmack da lässt. Und das Fleisch wird super kross gebraten. Also dazu mag ich das zumindest am besten. Wenn das so lapprig ist, naja, dann kann man das essen, aber knusprig ist immer besser. Hundertprozentig. Alles schön im Kühlschrank. Passt doch perfekt rein. Zack. Da kann ich auch gleich nochmal normale Pommes machen. Dann brauche ich nur noch mal Ketchup und Mayo, weil das ist dann schon wieder alle. Die halten jetzt nicht mehr unendlich. Da gab es letztens ja so ein Update. Auch bei den Gewürzen, dass die alle gehen. Da muss man drauf achten. Und ab und an mal Neues kaufen. Macht natürlich auch Sinn, weil sonst benutzt du einfach einen Teil für immer. So, komm her. Alle Pommes in den Korb. Rein mit dir. Alle. Gut, dass ich noch was auf Reserve gekauft habe jetzt. So. Sieht doch schön aus. Ich alles ganz liebevoll in den Kühlschrank und wärme es dann auch für die Leute, die das haben wollen. So, das war's für heute erstmal mit dem Kebab-Simulator, sonst war das Video zu lang. Himbeertorte ist gemacht. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.